herzlich willkommen zu einem weiteren Kochvideo. Wir kochen nach 10 BBC-Regeln mit eurem Gameblamer. Und heute habe ich was, wo ihr euch selber austrickst. Und zwar haben viele Lust zum Beispiel auf Reis. So, Reis darf man in 10 BBC aber nicht essen, weil viele Kohlenhydrate, viel Zucker. Und da gibt es jetzt eine Alternative. Und zwar, guckt euch mal einfach jetzt hier diese Schüssel an. Das sieht doch aus wie Reis, oder? Tja, weit gefehlt. Sieht aus wie Reis, ist aber Blumenkohl. Blumenkohl ganz, ganz klein raspeln quasi mit dem Messer. Das war auch gar nicht mal so einfach, den so klein zu kriegen. Aber das nehmt ihr als Reisersatz und deswegen machen wir heute eine Reispfanne. Aber das ist nicht das Einzige, was wir brauchen. Lasst uns einmal den Pilotenflug machen. Ja, und zwar haben wir hier einmal, also 300 Gramm Blumenkohl, ganz, ganz klein gehackt. Das ist wirklich wie Reis. Ich habe es zuerst auch nicht geglaubt, dass es dann wirklich wie Reis aussieht. Das ist Wahnsinn. Dann brauchen wir also 300 Gramm, das ist ungefähr ein kleiner Blumenkohlkopf oder so. Dann haben wir hier Putengeschnetzeltes, da haben wir eine Zwiebel, da haben wir zwei Karotten und eine Paprika. Dazu brauchen wir noch drei Eier, Sojasauce, da aber vorsichtig sein, ne, weil Zucker. Gucken wir mal. Ja, hat schon viel Zucker, da müssen wir vorsichtig mit sein. Also nicht so viel nehmen. Und ein bisschen Öl natürlich auch zum Anbraten. Und eine Knoblauchzehe. Ich habe sie extra noch nicht bearbeitet, weil zwischen Knoblauchzehe und hier eine Knolle, da kennt so mancher nicht den Unterschied, das ist eine Zehe. Eine Knoblauchzehe ist nur dieses kleine Stück. Ich habe nämlich den Fehler gemacht, habe mal eine Tomatensuppe, die ich mit Knoblauch machen sollte, statt einer Knoblauchzehe, eine Knoblauchknolle reingemacht. Und dementsprechend hat die Wohnung 3 Tage lang gestunken. So, was wir als erstes machen, ist natürlich die Pfanne heiß. Und da machen wir einen als Esslöffel normales Öl, Rapsöl, Olivenöl, was auch immer euch beliebt. Ich nehme jetzt Rapsöl. Ein Esslöffel voll, zack, und einen Esslöffel Sojasauce. Also wären da noch mehr asiatische Sachen jetzt hier bei den Zutaten, das könnt ihr natürlich auch machen, wäre es eigentlich eine Asia-Pfanne, oder? So, Sojasauce und Öl in der Pfanne. Jetzt warten wir, bis das ein bisschen heiß ist. In der Zwischenzeit können wir die Zehe, weil die machen wir natürlich nicht so rein, können wir die ein bisschen bearbeiten. Möglichst klein machen. Und wirklich, also wer öfters kocht, der weiß, Knoblauch, da reicht das kleinste bisschen wirklich für ein ganzes Gericht. Da darf man es nicht übertreiben. Vor allem, wenn man auch noch mal arbeiten gehen möchte an dem Tag oder so, dann sollte man das nicht übertreiben. So, das reicht auch schon. Ich packe das jetzt einfach mal mit bei den Zwiebeln rein. Gleich und gleich besinnt sich gern. Stinkt ja eh beides. Weil den Knoblauch, den braten wir zusammen mit dem Gemüse gleich an. So, komm. Tada! Das reicht schon, das ist einfach nur zum Verfeinern quasi, der Knoblauch. Jetzt gucken wir mal. Das Ganze hier ein bisschen in der Pfanne verteilen. Da sieht man auch, die Sojasauce, die tut sich nicht so wirklich zusammen mit dem normalen Öl. Deswegen jetzt schnell sein. Erstmal Putenbrust oder Putengeschnetzeltes da rein. Ich bin ehrlich, es war bei mir erstmal nur normale Putenbrust, die ich klein geschnitzelt habe. Ihr könnt natürlich direkt Putengeschnetzeltes holen, ist Wurst. Aber da ist zum Beispiel die Sojasauce, die ist ein schöner Geschmacksträger für guten Fleisch. So, jetzt müssen wir erstmal warten, bis das Ganze richtig heiß geworden ist. Ich zoome mal ein bisschen ran, damit ihr das besser seht. Oder wir stellen die Kamera einfach noch ein bisschen näher ran. Das geht natürlich auch. So. Habt ihr die perfekte Aussicht, fast. So. Musik.
So, wenn unser Fleisch soweit fertig ist, können wir das Gemüse dazugeben. Das Gemüse, da packen wir jetzt erstmal die Zwiebeln drauf und natürlich den Knoblauch, der ist ja dabei. Dann packen wir die Paprika da drauf. Wir packen die Möhren da rein. So, dann verrühren wir das Ganze und packen dann nochmal einen Esslöffel Sojasauce drauf. Und gegebenenfalls noch ein bisschen Öl. Ich sehe nämlich, das ist ein bisschen trocken geworden. Machen wir nochmal einen Esslöffel Öl. Zack. Den Blumenkohl noch stehen lassen. Den Blumenkohl noch nicht rein. Jetzt das Ganze erstmal so etwa 5 Minuten lang anbraten. So dass das ganze Gemüse etwas aufweicht bzw. anbrät. Wie gesagt, das Ganze jetzt etwa 5 Minuten so braten und zwischendurch immer wieder mal ein bisschen durchrühren, damit hier nichts unten am Boden festbrät oder anbrät. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in 5 Minuten wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, 5 Minuten später. Ja, schon wieder eine Zeitreise. So, das ist jetzt 5 Minuten lang, hat das so ein bisschen vor sich hingebraten. Die Zwiebeln sind einigermaßen glasig geworden. Die Karotten sind auch nicht mehr so fest, sondern ein bisschen wabbelig geworden. So wollen wir es haben. Jetzt machen wir den Blumenkohl rein. Dazu machen wir dann nochmal einen Löffel Sojasauce und einen Löffel Rapsöl. Moment, erstmal machen wir den Blumenkohl rein. Quasi unseren Fake-Reis. Vermischen das erstmal ein wenig. Na, das sieht doch wirklich aus wie Reis. Da kann man doch gar nichts gegen sagen. Wir können mal ranzoomen. Das sieht doch aus wie Reis. Ast rein. So, jetzt nochmal einen Esslöffel Sojasauce. Ein Esslöffel Öl. Ungefähr. Das war auch das letzte Mal, dass wir Öl dazu gepackt haben. Und jetzt das Ganze nochmal verrühren. Das Ganze braten wir nur kurz an, etwa 2 Minuten. Ich gucke mal auf die Uhr. So, schön vermischen alles. Bei der Sojasauce übrigens müsst ihr also nicht so viel Angst haben, wenn ihr jetzt darauf achtet, dass da kein Zuckerzusatz drin ist. Also Sojasauce ist generell eigentlich erlaubt in 10DBC, wenn kein Zuckerzusatz drin ist. Also wenn ihr das holt, achtet bitte darauf, dass das irgendwo steht. Wenn der Zuckerzusatz steht, dann lasst es sein. So. Und natürlich, wer es jetzt nicht vergessen hat, wir haben hier noch 3 Eier. Die liegen hier noch rum, die kommen als allerletztes drauf. Moment, nochmal hier so ein bisschen verteilen. Sieht ein bisschen unverteilt aus. Das können wir ja in die Schüssel jetzt von dem Blumenkohl machen, das ist ja wurscht. So, in der Zwischenzeit, zack, 1, 2, 3. Das Ganze können wir noch ein bisschen, machen wir direkt Rührei draus. Jetzt habe ich fast vergessen, ein bisschen Salz und Pfeffer dran zu machen. Das wäre natürlich jetzt eine Katastrophe geworden. Ich würze das Ei eigentlich immer sehr, sehr gut. So.
komm, eine Minute, geben wir den Blumenkohl noch. Oh, das riecht schon wieder so saulecker. Jedes Mal, wenn ich hier für euch koche, verliebe ich mich immer in das Essen, weil das so lecker riecht. Ihr müsst mal echt sehen, das zeige ich euch bestimmt nicht, wie ich immer über das Essen herfalle, wenn ihr das nicht mehr seht, wenn das Video abgedreht ist. Das hat dann nichts mehr mit Essmanieren zu tun, was sich da hier vollzieht. So, noch ein paar Sekündchen. Ich kann ja schon mal Teller rausholen und euch die Sicht versperren. Hat nicht geklappt, schade. So, wenn ihr das Ei jetzt drauf macht, dann nochmal etwa 3 Minuten, bis das Ganze quasi, ja, zusammengebacken ist. So, 2 Minuten sind rum, jetzt kommt das Ei. Zack. So, rauszoomen. So, ja, hier habt ihr eure Reispfanne mit gefaktem Reis, also Blumenkohl. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr jetzt soweit seid, dann lasst es euch gut schmecken. Ich mache es mir jetzt auch direkt auf den Teller. Das sieht so nichtssagend aus, aber ich denke mal, da ist gleich wieder so eine Explosion im Mund. So. Ja, nochmal hier angerichtet. Leckerer kann ich es leider nicht anrichten. Eure Reispfanne mit Möhren, Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, Puten, geschnetzeltem. Ja, da wünsche ich euch einfach jetzt einen guten Appetit und nicht vergessen, ich mache so ein 10WBC Diary, wo ich regelmäßig, das blende ich mal hier ein, wo ich regelmäßig sage, was ich so gegessen habe, was ich getrunken habe, wie viel ich abgenommen habe, was ich so an Sport gemacht habe und ja, da sind so die Fortschritte drin. Wenn euch das interessiert, einfach mal reinschauen. Ansonsten einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie spät es auch immer bei euch sein mag. Stay tuned, euer 10WBC Gameblamer. Ciao.